Wir haben wieder Montag, das heißt, es gibt wieder den Boxsport-Wochenendrückblick und nehmen dabei Kämpfe vom 23. Januar genauer unter die Lupe. Wir fangen mit WBO Intercontinental-Champion Dominik Bösel an. Das Halbschwergewicht konnte sich am Samstagabend gegen den Ungarn Balázs Kelemen nach Punkten durchsetzen. Den bis dahin vakanten Kontinentaltitel der WBA konnte sich Bösel auch schnappen. Trotz vieler Schlagserien konnte Bösel seinen Gegner einfach nicht zu Boden bringen. Zwischenzeitlich saß Kelemen sogar auf dem Ringbeleg. Nach diesem klaren Punktsieg hofft Bösel nun auf einen WM-Kampf. In Los Angeles trafen am Samstag Danny Garcia und Robert Guerrero aufeinander. Für die beiden ging es um den vakanten WBC-Weltmeistertitel im Weltergewicht. Am Ende konnte sich Garcia nach Punkten gegen Guerrero durchsetzen. Damit hat Danny Garcia seine 31 Profikämpfe allesamt gewonnen. Auf der gleichen Veranstaltung kam es auch zum Kampf der Weltergewichtler Sammy Vasquez gegen Aaron Martinez. Der bislang ungeschlagene Vasquez konnte an diesem Abend seinen 21. Sieg verbuchen. Insgesamt war der Kampf wenig spektakulär und in der 6. Runde fand der Kampf sein Ende. Durch eine Ellenbogenverletzung musste sich Martinez geschlagen geben. Es war wieder einiges los im Ring am Wochenende. Was war euer Highlight und warum? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst uns gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Wir wünschen euch eine gute Woche.